Hallo, ich bin Miriam und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Einheit beginnen wir mit einem kleinen Warm-up und einer Improvisation rund um das Thema Wasser und die verschiedenen Aggregatzustände von Wasser. Das Ganze mündet dann in einer Choreografie. Lass dich überraschen. Wenn du merkst, dass dir Bewegungen nicht gut tun, ändere sie, nimm dich zurück. Ich lade dich dennoch ein, die ganze Zeit in Bewegung zu bleiben und wenn es nur dein kleiner Finger ist. Ja, und ansonsten fangen wir an und viel Spaß! Komme in deinem Raum an. Schließe für einen kurzen Moment die Augen und atme tief ein. Füll deine Lungen komplett und aus. Noch einmal so, atme ein, weite, beobachte, wie dein Körper sich weitet und aus, lange Wirbelsäule, Scheitelkrone zieht zum Himmel. Ein letztes Mal ein und aus, stell dich auf deine Sitzhöcker, fühle deine Füße am Boden, lange Wirbelsäule. Dann öffne deine Augen und hebe die Arme über die Seite nach oben und führe die Hände vor dir runter, Handflächen zeigen, nach vorne. Noch einmal so, Arme über die Seite heben, weit, als ob du die Luft um dich herum umarmen möchtest. Und sanft die Hände vor dir wieder runter. Leg die Aufmerksamkeit auf die Füße und fang an, einen Fuß zu bewegen. Stell dir vor, dass dieser Fuß in Wasser getaucht ist und das Wasser den Fuß bewegt. Ganz sanft. Wenn du bereit bist, fange an, mit dem Fuß auch ein wenig über den Boden zu wandern. Fühle den Kontakt mit dem Boden. Und wenn du bereit bist, wechsel den Fuß. Beweg ihn sanft an der Stelle. Stell dir vor, das Wasser bewegt ihn. Und geh dann ein wenig in den Raum. Fühle den Kontakt zum Boden. Ganz sanft, deine Größe, deine Geschwindigkeit. Alles ist richtig. Dann stell dir vor, dass das Wasser steigt und deine beiden Beine im Wasser treiben. Und beweg auch diese. Und dann atme. Beobachte, wie dein Atem deine Bewegung mit beeinflussen kann. Wie sie scheinbar leichter wird, wenn du nur atmest. Genieße diese Leichtigkeit vom Wasser, das deine Beine bewegt, deine Größe. Und das Wasser steigt ein wenig weiter bis zur Hüfte. Bewege deine Hüfte im Wasser. Löse den Stau. Leichtigkeit. Fühle die Leichtigkeit in der Bewegung. Okay, das Wasser steigt weiter. Die ganze Wirbelsäule ist im Wasser eingetaucht. Bewege deine Wirbelsäule und stell dir vor, dass zwischen die einzelnen Wirbel Wasser kommt. Sodass du ganz sanft im Wasser treibst. Fühle die Schwerelosigkeit. Fühle, wo im Raum deine Wirbelsäule hintreibt. Und dann steigt es ein bisschen weiter, dass auch die Schultern unter Wasser sind. Oberarme. Ellenbogen,
Unterarme, Hände bis zu den Fingerspitzen. Alles treibt im Wasser. Genieße die Bewegung und atme. Und beobachte auch hier, wie der Atem mit deiner Bewegung verbunden ist. Ja. Okay, das Wasser steigt weiter und du kannst trotzdem super atmen. Du bist ein Wesen des Wassers. Dein ganzer Kopf ist unter Wasser. Deine Haare treiben über dir im Wasser, ganz sanft. Dein Hals, deine gesamten Gesichtszüge entspannen sich im Wasser. Kopf, Hals, Wirbelsäule, alles bewegt sich im Wasser. Nochmal die Arme dazu, die Schultern, Hände, Hüfte, Beine, Füße für den Kontakt zum Boden, fest verankert, deine Bewegung, deine Größe, genieße es. Einen tiefen Atemzug ein, füll den ganzen Körper mit Luft und aus, einmal ein, füll die Verbindung von Atem und Bewegung und aus, ja, und langsam wird es wärmer und deine Fingerspitzen fangen an, zu Wasserdampf zu werden und wie Wasserdampf im Raum zu tanzen. Deine Bewegung, dein Tanz. Erkunde den Raum. Musikalität. Erkunde die Musikalität deiner Fingerspitzen. Tanzender Wasserdampf. Okay, Ellenbogen. Auch sie sind tanzender Wasserdampf. Musikalität. Schultern. Deine Bewegung, dein Rhythmus. Okay, Wirbelsäule, stell dir vor, sie löst sich auf und schwebt im Raum. Puh, weit. Nimm den Raum um dich ein, mit deiner Wirbelsäule. Hüfte. Auch sie ist gefüllt mit Wasserdampf. Bewege sie frei und genieße die Freiheit. Und ich verrate dir etwas, auch deine Hüfte ist musikalisch. Spiel mit ihrer Musikalität. Alles ist richtig. Okay, ein Bein. Mit Knie, rechts von dir, bewege es, auch hier Wasserdampf, deine Musikalität, wenn du willst, nimm deine Hände und bewege das Bein über deine Hände und wenn du bereit bist, wechsel, anderes Bein. Und zuletzt die Füße auf dem Boden. Malen Kreise, Kreise von Wasserdampf. Deine Kreise, deine Größe.
Und es spielt hier überhaupt keine Rolle, wie groß die Bewegung ist. Wichtig ist, dass sie in deiner Vorstellung riesen Wasserdampfkreise sind. Okay, Achtung zu den Händen. Zack, Finger, Wasserdampffinger. Yay, genieße es. Und Ellbogen. Schultern. Schwebende Wirbelsäule. Musikalische Hüfte. Und Beine. Zuletzt die Füße. Und da, wo das ganze Wasser jetzt verdampft ist, entsteht ganz viel Nebel und den wollen wir wegwischen mit einer Hand. Und dein Blick folgt dieser Hand. Wisch ihn weg. Und wenn du bereit bist, wechsel, andere Hand, wisch den Nebel weg. Und stell dir vor, dass hinter der Nebelwand ein Wald erscheint. Und zusammen leg beide Arme auf deine Beine und blick einmal um dich herum im Kreis. Schau den Wald an. Und dann wächst dein rechter Arm wie ein Baumast, diagonal im großen Kreis nach links. Und linker Arm wächst über unten dazu. Streck das beides nach vorne und öffne dich. Lauf ein paar Schritte. Rechts, links, rechts. Schau dich nochmal um. Großer Halbkreis um die eigene Achse. Der rechte Arm wächst. Großen Kreis nach links. Und der linke Arm diagonal nach unten. Und streck beide nach vorne und auf. Und laufen. Eins. 2, 3. Noch einmal. Blick. Arm wächst. Großer Kreis. Nach links. Linker Arm noch unten dazu. Streck sie nach vorne. Und auf. Laufen. 1, 2, 3, 4. Dann stell dich auf deine Sitzhöcker. Lange Wirbelsäule. Blick nach rechts, zurück, blick nach links. Greif den Nebel von ganz weit vorne, hol ihn zu dir, umarme dich. Arme öffnen, klappen auf, über Kreuz und streck sie über Kreuz nach vorne, öffnen. Noch einmal, stell dich auf deine Sitzhöcker, blick nach rechts. Zurück, blick nach links. Zurück, greif den Nebel ganz weit vorne. Hol ihn zu dir und umarm dich. Klapp die Arme auf, vor und auf. Sehr schön, noch einmal. Auf die Wirbelsäule stellen, blick nach rechts. Blick nach links. Greif den Nebel, hol ihn zu dir, umarm dich. Klapp auf, vor und öffnen. Okay, stell dir vor, deine Hände sind im Nebel und streichen ihn weg. Mach ihn noch ein wenig weiter weg. Und wir gehen gleich durch die Choreografie. Beide zusammen, hintereinander. Und ich lade dich ein, die Bewegung weit und groß auszuführen, miteinander zu verbinden und zu genießen. Lass es zu deiner Bewegung werden. Okay, Arme, Hände auf die Oberschenkel, Blick. Weiter Blick durch den Wald, rieche die Waldluft. Und dein Arm wächst
im großen Kreis, rechter Arm nach links und der linke wächst, knorrige Arme darunter. Und streck sie vor und auf. Lauf durch den Wald. 1, 2, 3, 4. Stell dich auf deine Sitzhöcker. Lange Wirbelsäule. Dreh dich auf nach rechts. Zurück. Mitte. Zurück. Greif den Nebel. Hol ihn zu dir. Oh, viel Nebel. Hüll dich ein. Umarm dich. Arme klappen auf. Überkreuz nach vorn. Und öffnen. Weit. Okay, nochmal, der Blick. Schau dich um im Wald, riech die Waldluft und dein Arm wächst. Oh, starker Arm. Linker Arm überkreuzt darunter. Streck weit bis in die Fingerspitzen und auf. Öffne dich, öffne dein Herz. Und laufen. 1, 2, 3, 4. Lange Wirbelsäule. Schaltekunde zum Himmel, dreh dich auf nach rechts, Mitte und nach links. Schack, Mitte. Greif den Nebel von vorne, umarm dich im Nebel. Aufklappen und öffnen. Wirbelsäule, beweg sie frei, im Nebel treiben lassen. Mach dich bereit, noch einmal für unsere Choreografie, voller Genuss. Blick im Halbkreis. Was siehst du? Rechter Arm wächst. Linker Arm dazu. Streck dich nach vorne und auf. Öffne dich wie eine Blume, dein Herz. Laufen. Rechts, links, rechts, links. Stell dich auf deine Sitzhöcker, lange Wirbelsäule. Dreh dich auf nach rechts. Was siehst du da im Wald? Mitte, links. Was ist dort? Rieche den Wald. Mitte, greif den Nebel, den kühlen Nebel. Bring ihn zu dir, umarm dich. Klappe auf und öffne nach vorne. Ein letztes Mal. Blick durch den Wald. Wachsen. Arm, links, kreuz, streck nach vorne, auf, laufen, und greif den Nebel, hol ihn zu dir, umarm dich in ihn, klapp auf, überkreuzte Arme nach vorne, öffnen. Okay, Wirbelsäule. Sanft. Schließe deine Augen und stell dir den Wald noch mal kurz vor, leicht neblig. Atme tief ein und aus. Fühl den Waldgeruch. Nein, rieche den Waldgeruch und fühle die Waldluft. Okay, und dann komm langsam zur Ruhe. Nehme beide Arme über die Seite nach oben und führe sie vor dir runter. Handflächen zeigen nach vorne. Noch einmal so. Umarme die Waldluft. Strecke dich und dann öffne langsam die Augen. Komme zurück. Und ich bedanke mich und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis bald. Tschüss.